Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 18 Karriere. Wir sind wieder am Start und wir spielen heute ein äußerst wichtiges Spiel gegen Hannover 96 und uns fehlt ein äußerst wichtiger Spieler, und zwar Oxford, und das ist extrem scheiße. Aber leider nicht zu ändern. Wir werden natürlich hier Hüsing nehmen. Der ist zwar auch nicht mehr der fitteste gerade, aber das passt schon. Das kriegt er schon irgendwie hin, glaube ich. Wusu lassen wir zu Hause, der ist nicht fit genug. Ja, und vorne im Sturm müssen wir mal gucken. Benjamina ist wahrscheinlich jetzt auch... Ja, wir lassen aber Benjamina vorne mal spielen. Alibas macht mal Platz für Busian. Ich weiß nicht, ob das so richtig ausgeht. Oder nee, mach mal Efsef Platz hier. Wir lassen mal Efsef spielen. Und auf ganz was ganz Verrücktes, auf der Linksverteidigerposition lassen wir Busian spielen. Boah, richtig crazy. Das ist crazy. Der Captain muss leider ran. Da kann man leider nicht ändern. Ja. Wir nehmen mal noch Völl mit. Wir lassen Alibas daneben noch Völl mit. So. Einmal speichern bitte. Und ich wollte ja mal ganz kurz gucken nach den Verträgen, welche Spieler denn geliehen sind. Und welche geleast. Welche Spieler sind geleast? Nein. Und welche Spieler tatsächlich gekauft wurden in der letzten Transfersaison? Ich weiß das nämlich gar nicht mehr. Also im letzten Sommer. Warte mal. Wo war das denn mit den Verträgen nochmal? Das war hier, glaube ich, ne? Transferzentrale, kann das sein? Wunschliste. Ach, nee, das ist die Wunschliste. Das ist. Nee, das ist. Das ist es nicht. Wo war das denn hier? Ich gucke da viel zu selten rein, wie man vielleicht gerade merkt. war das hier? Transferzentrale? Nein. Mannschaft? Hier müsste das gewesen sein. Nein, das müsste doch im Büro gewesen sein. So, und hier irgendwo Jobangebote. Meine Karriere? Auch nicht. Wo? Hä? Was ist denn dieser blöde Reiter mit den, Verträgen? Scout-Aufträge? Transferüberblick? Bin ich doof oder was? Also das steht natürlich außer Frage, ja, aber... Scout-Aufträge, Transferzentrale. Ja, ein paar Scout-Aufträge könnten wir machen. Stimmt, aber wir haben schon Scout-Aufträge, okay. Ist er doch hier gewesen? Aber ich dachte eigentlich nicht. Aber okay, auf der Transferliste haben wir niemanden. Geblockt, geblockt. Finanzen ist es auch nicht. Vorstandserwartung, meine Karriere, Jugendstab, Jugendakademie. Sag mal, bin ich jetzt doof oder was? Werd gleich doof. Haben wir eigentlich sowas hier? Ja, sowas haben wir, ne? Ja. War das doch hier? Ach, hier wahrscheinlich, ne? Nee, auch nicht. Teamzentrale. Ha! Da will ich doch hin. Mein Gott. So, pass auf. Status. Ja, hier war das genau. Können wir denn mal gucken, welche Spieler sind denn tatsächlich uns? Wie war denn das mit... Man kann nicht nach Verträgen sortieren. Das ist ein bisschen blöd tatsächlich. Warte mal, hier. Er hier zum Beispiel. Laie beenden. Ah, okay. Der ist tatsächlich geliehen. Mal gucken, ob wir den vielleicht... Dass wir den irgendwie verpflichten können. Das wäre schon ganz nice, glaube ich. Laie beenden kann man aber hier. Man kann dem jetzt nicht an... ne, dass man dem irgendwie... Und der hier war gekauft, ne? Ja... Wen hatten wir noch? Wir hatten noch Oxford, da wollte ich gerade nochmal gucken. Wo ist der denn? Götze Oxford. Oxford, my man, da ist er. Laie beenden. Okay, Oxford ist auch nur geliehen. Das heißt, da müssen wir also auch gucken, dass wir da schleunigst dann vielleicht mal einen Vertrag oder sowas unterbreiten. Dass uns dann nicht die Spieler abhauen für die erste Liga dann. Mal gucken. Vielleicht muss man dann auch doch mal drüber nachdenken, ob man nicht, wenn man denn Angebote bekommt, einen Pferd zum Beispiel vielleicht dann doch verkauft. Mal gucken. Mal gucken, was wir da machen. Was wir dann machen. So, jetzt geht's gegen Hannover. Hier, zack, das überspringen wir, weil das geht aufs Ei. Und es regnet mal nicht. Ist ja Wahnsinn, dass man sowas mal noch erleben kann hier. So. Wir laufen mit einer etwas ramponierten Startelf auf. Wir haben hier und da so ein paar Ausfälle, aber das kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Und haben natürlich unsere Spieler im letzten Spiel geschont. Das war auch mal bitter notwendig. Da waren doch einige dabei, die etwas gedamaged waren. Schönes Zusammenspiel hier, fair. Der kleine Quirlige. Ja.
Mal ein bisschen Safetyness spielen. Oh ja, Benjamina, schade. Kommt da leider nicht so richtig durch, aber das war eine gute, das sah gut aus fürs Erste. FSF, Frankovic, Flanke ist gut. Da kommt Henning. Ah, im Hintergrund leider keiner, der da ein bisschen drauf geht. Ja, Götze geht drauf. Das gibt nachträglich wahrscheinlich noch Gelb gleich. Einfach drauf, hey, gar kein Problem. Ja, da oben sehen wir nochmal die Tabelle. Also, das ist schon knapp. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier mit, ne, wenn wir jetzt hier gegen Hannover 96 vielleicht einen Sieg holen könnten. Henning muss da drauf, macht er auch. Dann könnte man, ja, gelbe Karte für Götze, die war auch berechtigt. Kann er sich nicht beschweren. Die geht schon in Ordnung. Wenn wir vielleicht gegen Hannover hier gewinnen könnten, dann könnten wir einen ganz, ganz entscheidenden Schritt in Richtung... Ja, ja, ja. Busian, geil. Was ist das denn? Alter, hä? Das war kein Pass, das war kein Schuss, was war das? Ja, jedenfalls könnten wir dann einen ganz, ganz entscheidenden Schritt in Richtung Aufstieg machen. Und zwar nicht Tabellenführung, aber zumindest mal einen ganz, ganz entscheidenden, wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg, weil der zweite Platz ist ja auch noch Aufstieg, ne? Ist ja ganz klar. Der erste Lauf gerade von Busian hat mir sehr gut gefallen. Schön in die Offensive gegangen, das gefällt mir. Und das war Abseits von Adais. Okay. Nächste Gelbe. Weiß ich zwar nicht warum, krieg auch keine Wiederholung. Warum haben wir jetzt Gelb gekriegt für Benjamina? Das ist, na egal. Nehmen wir einfach mal so, wie es da jetzt steht, weil müssen wir ja eh. So, Felix Götze, starkes Tackling. Sehr nice. Fair. Adais. Ah! Schönes Ding. Schön dazwischen gegangen. Schön gepresst. Hier, Pressing und so. Von Benjamina. Und ganz, ganz katastrophaler Pass. Oh, schade. Haben wir leider nicht durchgekriegt. Von Hannover 96 in diesem Fall. Busian. Schön. Man lässt einfach mal zwei Spieler stehen. Und dann aber sowas. Holt sich das Ding wieder. Flanke ist gut. Boah, schade. Ah, schade. Hey, hey, hey. Schön stehen bleiben. Ich hab da mal eine Frage. Zack. Götze. Und Hüsing. Ah, sieht da oben Rankovic und der rennt und rennt und rennt und rennt. Und holt den Einwurf. Geil. Schönes Ding. Flanke kommt, ist gar nicht mal so schlecht. Wieder so eine leichte Unsicherheit da an der Abwehr. Adais. Oh, warum nicht? Da kann man auch einfach mal drauf schießen, ne? Gar kein Problem. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Pirmin Schwegler. Ne. Braucht da viel zu lange. Uiuiui. Ja, ist schon ein bisschen Slapstick, was die Hannoveraner da hinten machen, ne? Ja, auch wieder. Zack. Fehlpass. Und fair. Und der ist schnell. Und der ist sowas von weg. Oh. Schade. FSF, geil. Ja. Nee, das war nicht gut. Da ist er zu weit gerannt. Ohne Ball. Lustig. Achtung. Ja. Ah, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Machis. Oder Machis. Achtung. Ja, geil. Und Adais. Oh, kann ruhig ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Und da unten ist Busian wieder ziemlich frei. Und da geht fair. Ja! Oh. Ja! Oh! Also das läuft mit Adais und Fair und Co. da vorne echt gut. Und ich muss sagen, auch Busian richtig gut. Was er da so macht, das ist schon ansprechend. Das war kein guter Ball von FSF.
Jo. Nein. Ach komm. Ah. Ja. Oh. Aber gut gestört. Nächster Fehlpass. Die Hannoveraner sind sehr verunsichert, habe ich das Gefühl irgendwie. Die spielen hier einen Fehlpass nach dem anderen. Und wir hingegen haben relativ gute Ballsicherheit. Das ist schön. Nado. Mal richtig weit mit vorne. Hankovic. Oh, es dauert zu lang bei Benjamin. Da hätte es schneller gehen müssen. Ja, okay. Ja. Also dafür, dass wir schon zwei gelbe Karten gekriegt haben. Gut, eine davon war berechtigt, aber die andere hätte man auch mal hier einen Foul geben können. Der war das auch geil. Benjamina holt sich das Ding. Wird hier auch wieder so leicht geschubst. Also da ging die Hand auch schon wieder raus Richtung Körper. Ich bin mir nicht sicher, aber ne. Da kann man auch mal und so. Kann man auch mal. Vorsicht. Vorsicht. Das war gut gespielt. Und das war klasse verteidigt von Busian. Götze. Rankovic. FSF, schön. Der kommt durch. Benjamina, mal gucken. Spielt hier diesmal früher ab. Und das ist Rankovic. Und das ist... Ah, da ist... Der wäre da gewesen. Und wieder da gewesen wäre, ey. 0:0, 40 Minuten. Oh, wieder Ballverlust hier von Hannover. Ja, schön. Zwei Spiele auf sich gezogen. Schön den Hackenpass. Rankovic. Henning. Und Fair. Und... Oh. Alter, was war das denn bitte für ein geiles Tor gewesen? Krass. Eckball. Hüssing. Oh, verlängert. Ich finde, verlängerte Eckbälle werden viel zu sehr unterschätzt. Das hat man jetzt bei der WM auch wieder gesehen. Es gab viele verlängerte Kopfballtore. Nach einer Ecke. Ich muss sagen, ich finde verlängerte Kopfbälle gar nicht mal so verkehrt. Und das war leider gut gespielt. Nado, zack, zack. Ja, ein bisschen Zeit gewonnen, aber wirklich den Ball geklärt hat er auch nicht. Das ist super gefährlich, aber Früchten ist da. FSF. Unten auf Henning. 2 Minuten Nachspielzeit. Oh, schade. Aber ausnahmsweise mal gut verteidigt von Hannover und dann ist Halbzeit und es steht 0:0. Wir machen ganz klar das Spiel. Hannover 96 hatte, glaube ich, nicht eine Torchance gehabt. Ja, das Problem ist, steht noch 0:0. Naja, alles kriegen wir hin. Ich glaube, zweite Halbzeit kriegen wir das geschissen. Braunschweig 0:0, glaube ich, auch gerade noch. Ich habe gerade gar nicht genug hingeguckt. Aber wir kriegen das hin jetzt. Komm. Das machen wir jetzt klar, den Scheiß. Das machen wir richtig klar jetzt. Etzala. Hoher Ball. Das ist alles, was die Hannoveraner bis hierhin hinkriegen. Ansonsten spielerisch kommen sie sonst nicht durch. Wir haben nur diese hohen Bälle. Und die fangen wir eigentlich soweit ganz gut ab. Das ist Benjamina. Und das ist ein Foulspiel. Und das gibt endlich mal einen Freistoß. Schnell ausgeführt. Fair. Oh. Da wollte ich ihn nochmal auf FSF legen und dann richtig schön abziehen. Götze da hinten. Regelt. Frankovic. Komm, einen Angriff mal vortragen. Einen guten. Schön. Ja. Oh. Na gut, Henning ist jetzt nicht unbedingt der Goalgetter. Nee, das ist... Da steht doch einer. Lol. What the hell? Ja. Schön. Ah, da ist... Henning. Ah. Hab's gerade noch gesagt, ne? Ist jetzt nicht unbedingt der Goalgetter. Machis, oder Machis, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, sorry. Er geht runter. Ah, der Ball von Benjamina ist nicht gut. Ich glaube, ich werde auch gleich mal gucken, dass wir Ab reinbringen. Besser ist das. Haben wir den überhaupt mitgenommen? Ich glaube, ja. Ah. Die machen das gut, Bakalorz. Der war leicht abgefälscht. Bebu da unten. Das war gut und das ist super schön gespielt. Und das ist das Tor mit der ersten Chance von Hannover 96.
Das ist richtig schöner Kontaktfußball. Zack, zack, zack. Ah, Früchtel. Naja. Ja, aus der Entfernung schwierig zu sagen, aber... Ja. Niklas Füllkrug. Viertes Bundesliga-Tor. Muss er den haben? Weiß ich nicht. Gegebenenfalls ja. Aber das ist halt nicht so geil. Ja, wir machen das Spiel. Und Hannover 96 hat eine Chance, macht ein Tor. Und wird jetzt natürlich hinten aktiv sein. Und jetzt richtig schön dicht machen. Und das wird für uns natürlich ultra schwierig. Aber auch das sind Situationen, die müssen wir meistern. Und wir werden in den ein oder anderen Konter laufen. Das steht auch fest. Och, was? Ich dachte, den hätte er. Das gibt's nicht. Ach komm schon, Früchtel. Ein bisschen mehr... Ne, zack, den musst du haben. Louis Holtby kommt jetzt. Ach du Scheiße. Was? Och, wir kriegen den Ball hinten nicht raus. Der war abgefälscht. Eieieiei. Jetzt kommen bei uns die Unsicherheiten. Ich meine, ist ja nicht, wenn wir jetzt verlieren sollten, ist auch nicht verkehrt. Ja, da haben wir halt 3 Punkte weniger dann Vorsprung. Aber ein Sieg oder so, zumindest ein Unentschieden, wäre halt schon geil. So, FSF. Zack. Kein Abseits. Und das gibt einen Freistoß und das ist dann theoretisch gesehen keine Karte. Also überhaupt keine Karte, okay. Alles klar. So, Benjamin raus. Komm schon. Adais. Ja. Den hätte ich besser indirekt gemacht. Also als Flanke oder so gebracht. Wir haben halt leider nicht so wirklich einen Freistoßschützen, der das gut kann. Beziehungsweise ich bin halt auch nicht der perfekte Freistoßspieler. Ich kann das halt überhaupt nicht. Schön reingelaufen von FSF. Geil. Henning. Das ist ja auch wieder gut verteidigt. Hannover 96 hat sich wirklich gefangen. Die waren anfangs nicht so pralle hier in Verteidigung. Sehr viele Unsicherheiten. Jetzt haben wir diese Unsicherheiten. Holthaus. Adais. Doppelpass. Ja. Und Busian. Flanke kommt. Fair. Verlängert. Ach Gott. FSF. Egal, komm, weiter. Weiter, 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 weiter. Unentschieden kriegen wir noch hin. Locker. Nächste Chance. Vorsicht. Jonathan. Oder Jonathas. Wie nennt man den? Ich weiß es nicht. Bebu. Vorsicht. Boah, schön. Na komm, lauf doch. Ab, lauf doch, Junge. Wo bleibst du denn stehen? Das ist doch das Schlechteste, was du machen kannst. Ja. Ah ja, Abseits. Ja. Abseits von Jonathas. Wie gesagt, oder Jonathas. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Keine Ahnung. Henning. Ach, sag ich schon Henning. Busian. Henning läuft vorne. Oh, Schiri, das ist aber... Also, das ist aber ein klares Foul. Ich meine, er kommt von hinten und grätscht da rein. Das ist zwar Ball gespielt, klar, aber es ist ein Foul. Bruder. Was ist mit dir los? Henning. Auch hier wieder. Ja, schön, alter, wunderschöner Pass. Stark von Pferd, richtig nice. Und da unten ist Holthaus, der ist richtig frei. Ah, der Ball war schwierig zu nehmen für ihn, ja. Ah, da kommt der Nächste. Schön! Oh, war das geil! Ah! Nein. Okay, wir müssen total in Angriff gehen. Wir haben noch 10 Minuten. Schön von Henning. Und Busian. Und der rennt. Und da unten ist Ab, vielleicht. Oh, Holthaus! Holthaus, der macht den! Kann ich zu meinem Trainer rennen eigentlich? Nee. Aber ich kann... Okay, ich weiß nicht, wer das ist.
Es ist ein Bruder. Aber schön. Alter, diese Ballbehandlung von Ferne. Wow. Und Holthaus geil abgeschlossen, wunderbar. Ich meine, dafür, dass das eigentlich ein Linksverteidiger ist. Der hier gerade auf rechts spielt. Und schon ist das Stadion erstummt. Der hier gerade auf rechts spielt. Bombe. Richtig nice. Vielleicht können wir den Siegtreffer ja noch machen. Komm. Lass mal ein bisschen Offensive drin. Wo ich ein bisschen pokern. Ich meine, wie gesagt, wenn wir gegen Hannover verlieren, ist nicht allzu schlimm. Die überholen uns jetzt nicht. Wird es halt ein bisschen spannender noch machen, ne? Aber sonst, Holthaus, Alter. Der ist richtig on spot. Alais. Ah. Wanewetsch. Wanewetsch. Oh, fuck. Nein. Schöne Drehung von Jonatas. Geil. Schön verteidigt. Oh, Alais. Von dem sein Tor fehlt eigentlich noch, ne? Der hat eigentlich immer eins dabei. Ja. Vorsicht, da unten. Albonos. Oh, ja, genau. Oh mein Gott. So, komm, jetzt machen wir den Konter. So richtig arschig. Ja. Komm, ab. Du bist doch eine Kampfsau, bist du doch. Oh, Schiri! Ah, leck mich doch. Oh, fair, komm. Ja, da muss man mal das Foul nehmen. Und sich von dem Ball legen. 3 Minuten gibt's oben drauf. Freistoß nochmal für Hannover, der bringt ihn lang. Holthaus verschätzt sich komplett. Aber Früchtl ist da. Eieiei. Das war jetzt nicht so geil. Bebu. Bebu, Bebu, Bebu. Früchtl! Da ist er, komm. Ah, schade. Egal. Ein Unentschieden gegen Hannover 96 ist absolut in Ordnung. Da kann man sich gar nicht beschweren. Das ist okay, wir haben sie weiter weggehalten. Das ist auch das Ding. Ja, durch den Unentschieden haben wir jetzt eben nicht so viel... wir haben keine Punkte verloren, keine Punkte gut gemacht. Das ist in Ordnung. Was nur ärgerlich ist, Hannover 96... Ja, hatten im Grunde genommen 2 Chancen. Und ich habe gerade gesehen, wir hatten jetzt auch nicht mehr Torschüsse. Und hat halt mit dieser einen Torsch oder 2 Torchancen, die sie hatten, haben sie halt wirklich ein Tor gemacht, einmal an Pfosten geschossen. Das ist halt ein bisschen ärgerlich gewesen, aber sonst, guck mal, wir haben immer noch 7 Punkte Vorsprung. Alles easy. Ja. Das ist vollstens in Ordnung. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, ich mache gerade mal ein bisschen Training hier. Wir müssen auch gegen Bochum jetzt. Die sind theoretisch gesehen ja auch noch nicht so ganz raus aus dem Geschäft. Mit 50 Punkten. Also die werden es uns wahrscheinlich nicht einfach machen. Das sehen wir hier unten. Ne? Bochum ist 5. mit 50 Punkten. Hat nur 4 Punkte Rückstand auf Platz 3 und 2. Oder 2 und 3. Ja. Das könnte auch nochmal ein richtig heißes Brett werden. Ich würde sagen, dann machen wir das einfach mal. Ne? In der nächsten Folge. Let's Play FIFA 18 Karriere. Bis dahin. Tschüss.